Ja, das war jetzt ratzfatz. Dann kann ich ja die restlichen 2 Minuten auf die restlichen oder auf die Fraktionen verteilen. Der hat für die Bundesregierung. Ach, wollen Sie doch zu sich eingemeint. Schauen wir mal. Also das war jetzt aber kein Aufruf zur Überziehung der Redezeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir waren alle ein bisschen überrascht, dass so schnell vorbei war. So, und bevor Sie jetzt gleich losbrüllen, hören Sie bitte erstmal ganz genau hin. Ähnlich verhält es sich nämlich mit der Finanzierung der Flüchtlingskosten. Die Bundesregierung, schön, dass Sie brüllen. Die Bundesregierung hat in den letzten 3 Jahren 2 Millionen Flüchtlinge ins Land gelassen und damit auch die moralische Verpflichtung dafür übernommen, für deren Kosten aufzukommen. Herr Bernhard, ich weiß gar nicht, wie man morgens um 9 Uhr schon so aggressiv sein kann. Und der Punkt ist auch, wissen Sie, Sie haben nicht verstanden, dass wir gerade bei der Städtebauförderung in diesem Hause immer einen großen parlamentarischen Konsens hatten, weil wir alle gemeinsam wissen, wie wichtig die Städtebauförderung ist. Und es geht nicht darum, dass wir uns feiern, sondern dass sich die Kommunen feiern dafür, dass sie ihre Quartiere nach vorne bringen, ihre Städte nach vorne bringen. Und deswegen haben Sie überhaupt nichts verstanden und komplett am Thema vorbeigeredet. Aber, und das müssen wir uns klar machen, bei der Städtebauförderung ist bei weitem nicht alles Gold, was glänzt, ganz egal, wie sehr sich die Regierung dafür feiert. Das glaube ich Ihnen. Es ist mir schon aufgefallen, dass die SPD hin und wieder mal der Blick verstellt bleibt auf die eigene Regierungsleistung. Das wollte ich heute Morgen, wie es sonst gar nicht so meine Art ist, den Bauminister schon loben, dass er ausnahmsweise bei einer Baudebatte anwesend ist und auch persönlich das Wort ergriffen hat. Allerdings nach so einer 1,5-minütigen Rede muss ich von dem geplanten Lob leider wieder Abstand nehmen. Besser hätte man nicht zum Ausdruck bringen können, wie wenig Sie für die Städtebauförderung, wie wenig Sie für die Stadtentwicklung brennen. Und in Ihrem Antrag ist uns dieser Ansatz eindeutig viel zu wenig berücksichtigt. Er ist lediglich darauf angelegt, den zuständigen Bundesminister zu beweihräuchern, der heute einmal mehr nichts zu sagen hatte zum Thema und einmal mehr deutlich gemacht hat, dass ihn das wirklich nicht interessiert. Es war eine Missachtung des Parlaments. Das sage ich deswegen, weil ich die FDP daran erinnern will, dass sie seinerzeit massive Kürzungen der Städtebauförderung in ihren Regierungsjahren vorgenommen haben. Und heute halten wir das Programm mit 190 Millionen. Das waren Sie. Ja, ja, komm, nicht wegducken, nicht wegducken. Nein, nicht wegducken und mit Bürokratiemonster kommen, das kenne ich schon. Wir halten das Programm mit 190 Millionen auf Rekordniveau. Das unterscheidet uns. Auf uns können sich die Kommunen verlassen, Frau Strack-Zimmermann. So ist der Unterschied. Und sehr geehrte Frau Ley, lassen Sie mich zuerst sagen, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man redet lang und handelt kurz oder man redet kurz und handelt dafür. Und ich denke, unser Minister und auch diese große Koalition hat sich für das Zweite entschieden. Wir geben dem Bundestag heute erneut Gelegenheit, endlich den Teufelskreislauf aus Lügen, Rettungskrediten und noch mehr Lügen zu durchbrechen. Wenn die Fraktionen von links bis FDP die absurden Rettungen nicht stoppen, werden sie auch für die weiteren Haushaltsschäden verantwortlich sein. Dankeschön. Zweite Bemerkung. Meine Damen und Herren der AfD, haben sich eigentlich mal überlegt, wenn Ihr Antrag hier eine Mehrheit finden würde, was dann in Griechenland, in Europa, in Deutschland passieren würde? Wissen Sie eigentlich, was Sie hier beantragen? Haben Sie an die Menschen in Griechenland gedacht? Die Auswirkungen dieses Antrags, das wären die gleichen wie im Sommer 2015, als die Menschen vor Bankautomaten gestanden haben und kein Geld bekommen haben. Der griechische Staat könnte keine Löhne, keine Gehälter, keine Renten mehr zahlen. Und gerade an die sozialen Schwachen. Ihr Antrag ist verantwortungslos und er ist menschenfeindlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben den falschen Antrag. Moment, können Sie mal, ich finde ja richtig, dass es lebendig zugeht. Aber Sie haben heute Morgen wirklich eine Lautstärke, die anstrengend ist. Und deswegen einfach heftig und kräftig streitbar miteinander umgehen, aber mal auch ein bisschen die Möglichkeit geben, den Rednerinnen und Rednern zuzuhören. Nein, das habe ich genauso gesagt. Also falsch.
Punkt 2. Punkt 2, Sie sind am Ende der Redezeit. Punkt 2 zum Schluss, was mich, Frau Präsidentin, selbstverständlich, Punkt 2 zum Schluss, was mich am meisten bei Ihnen ärgert, ist, dass Sie von einem Wegfall der Geschäftsgrundlage reden und im Endeffekt nur eines sagen. Strafen weg, schwarz und weiß. Europa ist bunt, Europa ist verhältnismäßig und Europa ist nicht so eng wie Sie in Ihrem Antrag. Herzlichen Dank. Als ich vorhin einen Blick auf die Rednerliste geworfen habe, da habe ich sehr traurig feststellen müssen, dass ich die einzige Frau bin, die heute zu dem Thema redet. Und das gibt mir den Anlass, noch einmal dafür zu werben, dass wir dringend ein Paritätsgesetz brauchen. Sie dagegen schreiben in Ihrem Antrag mit Ihren Geschichtskenntnissen unter Punkt 8, kein Schuldnerstaat wurde in der Geschichte so großzügig behandelt wie Griechenland. Das ist ja absurd. Was Sie hier machen, und das hat der Kollege Rehberg schon angesprochen, ist nichts anderes, als Stimmung zu machen, als Neid und Hass und Missgunst zwischen Menschen und Nationen zu sehen. Und ich sage Ihnen, die Menschen merken das, sie wollen das nicht mehr und deshalb werden sie auch irgendwann aus diesem Parlament verschwinden und sind nichts mehr als ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Im Übrigen wäre Ihr Antrag auch viel glaubwürdiger, zumindest ein bisschen glaubwürdiger, wenn Sie in Ihrem rechtspopulistischen Bündnis in Europa mal mit den Kolleginnen und Kollegen von Lega Nord sprechen würden, die sich ja auch haushaltspolitisch nicht besonders vorbildlich zeigen. Aber da sind Sie ja auf der anderen Seite und da ist alles das, was Sie in Ihrem Antrag hier fordern, nicht auf Ihrer Tagesordnung und es zeigt, welches Kind Ihr Geist ist. Und es ist eine zu hohe Arbeitslosigkeit. Und Kollege Ulrich, der nach mir redet, wird es ja gleich nennen. Er wird die Austerität geißeln, er wird den Neoliberalismus geißeln, der zur Verarmung der Bevölkerung geführt hat und zu Elend der Rentner führt. Da ist ja auch was dran. Aber Kollege Ulrich, Sie werden mal wieder ausblenden, dass die Ursachen nicht nur darin liegen, sondern auch in einer eklatanten Misswirtschaft in Griechenland über Jahrzehnte. Und das müssen Sie dann auch dazu nennen, lieber Kollege Ulrich. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich schäme mich eigentlich, dass keine Fraktion hier außer der Linken mal deutlich sagt, wir haben bisher von der sogenannten Griechenlandhilfe profitiert. Der Bundeshaushalt hat 2,9 Milliarden profitiert von der sogenannten Griechenlandhilfe. Und eigentlich, europäische Solidarität würde eigentlich bedeuten, dass wir dieses Geld nicht für uns nehmen, sondern wir sollten zurückzahlen an Griechenland. Herr Ulrich, erlauben Sie, Entschuldigung, weißt du, warum? Erlauben Sie eine Frage oder Bemerkung von Herrn Böhringer? Nein, mit Ausländerfeinden unterhalte ich mich nicht. Sie können mir zuhören, aber unterhalte ich mich mit Ausländerfeinden nicht. Die AfD hat auch zu diesem Thema einen Antrag eingebracht. 10 Jahre in der Bundesregierung. Ja, aber glauben Sie auch, in einer Bundesregierung finden Meinungsbildungsprozesse statt? Und Meinungsbildungsprozesse dauern manchmal länger. Und wenn es was wird, sind wir alle glücklich, ne? Ich glaube, diesen Konsens können wir doch hier bitte im Haus festhalten. Fangen wir mal an bei diesem Antragspotpourri, bei dem Antrag der Linken. Da wird unter anderem gefordert, Sie fordern, alle in der DDR erworbenen Ansprüche sollen gerecht anerkannt werden. Punkt. Ohne zu sagen, wie. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das denn so einfach wäre, dann hätten wir alle kein Problem. Also das ist, glaube ich, keine seriöse Politik. Das ist vor allem keine verantwortungsvolle Politik gegenüber den Beitragszahlern und Beitragszahlern, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken. Und das wirft gleich meine Frage auf, was die Linken heute treibt. Ist es denn, hat die Linken keinen Ostdeutschen, der glaubhaft, dass die Nöte der ostdeutschen Landesgruppen, der ostdeutschen Mitglieder darstellen kann, müssen Sie einen eingebürgerten Westdeutschen hier einfliegen. Und wenn Sie es nicht wissen, Herr Ramelow hält seit Jahren fromme Reden, so wie heute, hat aber nichts getan für die ostdeutschen Landsleute, die er vormals hier vertreten wollte. Und wenn Sie hier wieder anfangen zu pöbeln, dann ist das der stalinsche Geist, die stalinschen Gedächtnislücken. Sie haben den Osten gegen die Wand gefahren, Ihre Partei hat die Treuern gegründet. Kollege Rehberg, warum bezieht ein westdeutscher Reichsbahner im Westen seine Zusatzversorgung und ein Eisenbahner im Osten nicht? Warum streichen Sie ihm die Zusatzversorgung? Der Kollege aus dem Westen kriegt sie. Naja, das ist ein westdeutscher Bundesbahner. Das ist aber hochgradig intelligent. Das zeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bartsch, ich habe genau gesehen, Herr Bartsch, als der Kollege Vogel die Wiedervereinigung
als ein Geschenk bezeichnet hat, hat sich keine Hand bei Ihnen in Ihren Reihen zum Applaus geregt. Sie sollten noch mal in sich gehen und Ihr Verhältnis zur DDR-Geschichte in Ihren eigenen Reihen bearbeiten. Schlimmer noch, Umweltschutz, Klimaschutz, Energiewende und sogar die Sozialpolitik tauchen in Peter Altmaiers Industriestrategie nur als Wettbewerbsnachteile und Kostenfaktoren auf. Ich frage Sie ganz ehrlich, in welche Richtung wollen Sie Europa eigentlich steuern? Wie weit in die Vergangenheit soll es gehen, wenn das Ihre Industriestrategie ist? Staatliche Eingriffe in ein funktionierendes marktwirtschaftliches Instrument sind aus Unionssicht der falsche Weg. Da können Sie auch noch so meckern und jammern. Und wenn Sie das EEG als glorreiches Beispiel hier heraufbeschwören, dann sage ich nur eines. Wie beim EEG haben die besser verdienenden Grünen in diesem Fall wieder nicht die Kosten im Blick. Sie verfolgen eine Klimadoktrin, nun auch in der Industriepolitik, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf den kleinen Mann. Deswegen können wir Ihren Antrag nicht mittragen. Aber das, was die AfD gemacht hat, ist wieder der Euro ist dran schuld und Europa ist dran schuld, ohne mal auf die Themen einzugehen. Und der FDP fällt sonst nichts ein, wie die alten Gassenhauer, die Steuern für die Unternehmen sind so hoch, die Lohnnebenkosten sind so hoch, die Steuern müssen gesenkt werden. Sie wollen Reichtumspflege, aber haben keine Antwort auf die Herausforderungen, die vor uns liegen. Drittens, der Wecker hat 2007 zum ersten Mal geklingelt. Denn 2007 hat die Bundesregierung zum ersten Mal beschlossen, das Artensterben in Deutschland bis 2020, das ist Ende dieses Jahres, zu stoppen. Die Bundesregierung ist demnach seit 12 Jahren nicht bereit aufzustehen. Sie hat sich umgedreht, die Decke über den Kopf gezogen und schlichtweg weitergeschlafen. Da also der Wecker jetzt seit nunmehr 12 Jahren klingelt, verfügt die Bundesregierung offensichtlich über die unschöne Gewohnheit, endlos die Schlummertaste zu drücken und letztendlich den Wecker an die Wand zu werfen, anstatt aufzustehen, sich anzuziehen und auf die Arbeit zu gehen. Da gibt es eine ganz leichte Lösung. Wir brauchen einen Artenschutz 2.0. Und Herr Träger, ich kann gar nicht verstehen, wie Sie sagen können, was wir mit unseren Naturschutzgebieten machen, ist ganz toll. Weil es ist Fakt, dass selbst in unseren Naturschutzgebieten in Deutschland die Arten weiter zurückgehen. Und das ist erbärmlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Beutin, was Sie hier gerade ausgeführt haben, Sie haben es sicherlich nicht erlebt. Ich habe Flüsse im Osten Deutschlands gesehen, da ist Schaum draufgetrieben. Ich habe gesehen, dass viele technische Umweltschutzanlagen nicht gearbeitet haben, und ich kann mich erinnern, dass ich oftmals am frühen Morgen von meinem Trabi mit dem Besen ein wenig Kohlenstaub runterkehren musste, damit ich fahren kann. Das ist das, was Ihr Gesellschaftsmodell im Osten Deutschlands und in vielen osteuropäischen Ländern darüber hinaus gemacht hat. Und das wollen wir mit Sicherheit nicht mehr. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Der Eumetius persicus, der persische Streifenskink, ist 2017 beschrieben worden, erstmalig, und 3 Monate später ist er in Deutschland gehandelt worden. Das sind Dinge, wo wir auch mit unserem Verhalten, mit unserem Vorgehen Verbesserungen herbeiführen können. Und zum Abschluss möchte ich noch auf das Thema Mangrovenwälder eingehen. Die Mangroven... Wenn Sie eine Frage stellen wollen, können Sie es gerne machen, Frau Lemke. In einer meiner letzten Reden hatte ich schon erwähnt, dass ich in der Geschichte dieser Partei nicht nur Pädophile, Inzestverharmlose, sondern auch Kommunisten, Maoisten und bis heute Deutschlandhasser und Deutschlandabschaffer unter dem grünen Mäntelchen dieser Partei verstecken. Zu den Gründungsmitgliedern bzw. frühen Mitgliedern dieser Partei gehörten mit Baldur Springmann und Werner Vogel, 2 ehemalige NSDAP-Mitglieder. Wer damals die Grünen wählte, wählte also wirklich Nazis, wie sie es jetzt auf dem Titelblatt einer grünen Zeitung der AfD andichten. Solange Sie also mit Ihrer wahnhaften Klimapanikpolitik den Tod von Hunderttausenden Vögeln und Fledermäusen und Billionen Insekten billigend in Kauf nehmen, solange Sie durch den Ausbau von Windkraftanlagen den Lebensraum tausender Wildtiere zerstören, gelten Sie für viele Menschen in Deutschland als Umwelt- und Naturzerstörungspartei. Und
zu Ihrem, und zu, weil das ja immer die Windkraftanlagen sind. Ja, man weiß, wenn die FDP in der Regierung ist, was dann kommt, dann macht man nämlich die Abstandsfläche nicht 500 Meter oder 1000 Meter, nein, man macht gleich mal 1500 Meter in Nordrhein-Westfalen, obwohl es da ein großes Potenzial gibt. Aber man regt sich dann auf und sagt, die Windkraftanlage ist der Killer der biologischen Vielfalt. Sie machen hier ein großes Getöse, machen Nebenkriegsschauplätze auf, kehren Sie erstmal vor Ihrer eigenen Tür. Dann, wir haben den Wecker schon lange gehört, wir sind schon lange aufgestanden, Frau Lemke. Und deswegen wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank.